Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Teil meiner kleinen Making-of-Reihe hier, die euch hinter die Kulissen von Verspielt Gaming mit Herz führen soll. Beim letzten Mal haben wir so die grundlegenden Dinge besprochen. Da habe ich euch gezeigt, was für eine Technik ich verwende, was für Software ich zur Nachbearbeitung oder zur Aufnahme verwende und wie so eine Aufnahme eines klassischen Let's Play-Teils bei mir generell abläuft. Heute soll es darum gehen, wie aus diesem gesammelten Material, also dem Commentary, der Facecam und der Spielaufnahme, dann einer der Teile wird, die ihr bei mir auf dem Kanal fast tagtäglich seht. Also heute zeige ich euch, wie entsteht der ein klassischer Let's Play-Teil und zwar in der Postproduktion. Als erstes müssen aber einige Dateien immer noch ein bisschen vorbereitet werden. Zum einen die Tonaufnahme, zum anderen zum Teilen auch die Spielaufnahme. Und wie das Ganze aussieht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Kommt doch einfach mal mit in meinen kleinen Rechner hier. Ja, liebe Freunde, als allererstes, bevor es in den eigentlichen Schnitt geht, müssen noch ein paar Dateien vorbereitet werden, sprich nachbearbeitet. In den meisten Fällen ist das nur der Ton, in einigen Fällen auch das Bild. Aber ich würde mal sagen, wir fangen erstmal beim Ton an und da kommt er mit mir rein in meinen Computer. Denn ich habe hier mein Tonaufnahmeprogramm geöffnet, Audacity. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich das zur Aufnahme benutze und auch zur Nachbearbeitung. Und eine Sache, die ich immer ganz gerne mache, ist die Rauschverminderung. Um noch ein bisschen Grundrauschen, das normalerweise bei meinem Mikrofon hier mit dabei ist, noch ein bisschen rauszunehmen. Ja? Wir hören uns die Aufnahme mal an. Hier geht es ungefähr los. Davor ist eher Synchronisationssachen, also wo ich Bild- und Spielaufnahme synchronisiert habe. Das mache ich alles über den Ton. Aber wir hören uns mal an, wenn es dann wirklich rein in das Video reingeht, sozusagen, was ich da so erzählt habe. Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Star Wars Republic Commando. Ja, liebe Freunde, man hört noch so ein ganz kleines Grundrauschen und genau das werde ich jetzt versuchen, ein bisschen rauszunehmen, indem ich nämlich den Effekt Rauschverminderung anwende. Das mache ich wie folgt, wir zoomen mal ein bisschen rein, wir suchen uns eine Stelle, wo ich nicht rede, wo quasi hier so ein bisschen was zu hören ist, sozusagen, das ist eine knappe Sekunde sozusagen und dann sage ich dem Effekt hier, Rauschverminderung und dann ermittle ich ein sogenanntes Rauschprofil. Das heißt, ich sage Audacity, guck mal, genau dieses Rauschen möchte ich aus der kompletten Tonaufnahme raushaben und dazu muss ich das Rauschprofil hier ermitteln und das sage ich ihm. So, jetzt muss ich nur noch folgende Sache machen, indem ich nämlich die ganze Tonspur aufnehme, also auswähle und dann ihm sage, den Effekt nochmal anwenden und zwar mit dem Rauschprofil, was ich ihm jetzt gegeben habe. Sozusagen gehe ich wieder auf Rauschverminderung und dann müsste ich nur noch auf OK klicken, denn diese Sachen hier, Rauschverminderung, wie viele Dezibel das vermindert werden soll, die Empfindlichkeit, also sprich der Threshold, wie man so schön sagt, und die Frequenzglättung, all diese Dinge, diese Voreinstellungen, die passen bei mir immer komischerweise ganz wunderbar, deshalb habe ich die noch nicht quasi geändert. Natürlich kann man das, man kann da ein bisschen das regeln, ein bisschen was feintunen. Für meine Belange reicht das aber vollkommen, wenn ich diese Grundeinstellungen lasse. Und deshalb drücke ich nur noch auf OK und dann wird es jetzt eine kleine Weile dauern, denn das ist ja doch eine relativ lange Tondatei, die ich hier bearbeite und ja, da dauert das noch eine Weile, das spule ich das dann jetzt gleich vor. So, genau, er wendet es jetzt an und wir sehen uns dann wieder, wenn es dann fertig ist. So, liebe Freunde, da ist es jetzt fertig und jetzt müssen wir nur noch gucken, wie sich das jetzt anhört. Dazu wähle ich nochmal, gehe ich nochmal kurz ein bisschen rein, dass wir das genau abtimen können. Und jetzt hören wir uns das nochmal an, ob das minimale Grundrauschen, was noch drin war, jetzt endlich raus ist. Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Star Wars Republic Commando. Ja, das klingt doch alles sehr gut. Jetzt muss die Datei nur noch abgespeichert werden. Das mache ich immer. Ich behalte mir immer gern die Rohdatei sozusagen, falls sich doch irgendwas schief geht und ich immer noch zumindest die rohe Aufnahmedatei habe. Deshalb einfach nur Ton exportieren. Dann suche ich mir den Ordner hier bei mir auf meinem Rechner. Na, Verspielt, Schnitt und dann wieder in Verspielt. Dann gehe ich Republic Commando und dann suche ich mir den Teil aus. Ich habe aus dem 13. Teil den Ton genommen und dann nenne ich ihn hier zum Beispiel RC für Republic Commando Teil 13 und dann Edit und dann speichere ich das nur noch ab, liebe Freunde, und dann habe ich die Tondatei nachbearbeitet. Als nächstes folgt, zumindest was bei PC-Spielen immer der Fall ist, die Nachbearbeitung der Spielaufnahme.
Ja, liebe Freunde, der nächste Schritt in der Postproduktion, zumindest wenn ich PC-Spiele aufnehme, ist es, die Spieldateien der Spielaufnahme von dem jeweiligen PC-Spiel noch ein bisschen zu bearbeiten. Denn es kann beim Schnitt mit meinem Schnittprogramm Adobe Premiere Pro dazu kommen, dass der Spielton und das Spielbild irgendwann asynchron werden. Das liegt an der variablen Framerate, die PC-Spiele meistens mit sich bringen. Bei manchen PC-Spielen kann man die Framerate locken auf 30 oder 60 Frames, aber die meisten haben eine variable Framerate und damit kommt ein Schnittprogramm meistens nicht so gut klar und so kann es, wie gesagt, dazu kommen, dass Spielton und Spielbild irgendwann asynchron sind. Um das zu verhindern, muss ich die PC-Spiele-Dateien, die ich aufgenommen habe, nochmal kurz nachbearbeiten. Und da würde ich sagen, kommt wieder mit rein in meinen kleinen Rechner hier. Und dafür gibt es nämlich ein ganz tolles Programm, das nennt sich Handbrake. Handbrake ist ein Freeware-Programm und das habe ich auch erst entdeckt, als ich mit der Aufnahme von PC-Spielen angefangen habe, denn erst da bin ich auf die Problematik gestoßen, dass, wie gesagt, Spielbild und Spielsound irgendwann asynchron verlaufen können im Laufe eines Schnitts. Je länger die Aufnahme ist, umso asynchroner kann der Ton werden zum Ende hin. Und um das zu verhindern, gibt es, wie gesagt, Handbrake. Handbrake ist ein Programm, das kann bei PC-Spielaufnahmen die Framerate sozusagen locken bzw. mitteln. Sozusagen. Also er sagt, okay, die niedrigste Framerate während der Aufnahme waren meinetwegen 50 Frames, die höchste waren 60. Ich mittel jetzt diese Framerate bei 55 und schon kommt das Schnittprogramm dann nicht mehr in Hudeleien. Das machen wir ganz einfach und zwar wie folgt. Ich hab euch mal was vorbereitet und zwar zeige ich euch mal die ganz normalen Rohdateien, die mir Nvidia Shadowplay ausspuckt. Ja, das ist vom 13. Teil von Star Wars Republic Commando. Ja, die sind haben die Framerate von 59 Bilder pro Sekunde und dann haben wir hier schon die bearbeiteten Dateien. Und wie diese Dateien bearbeitet werden, erstens mal unterscheiden sie sich ein bisschen in der Größe. Ihr seht, ne? Diese Datei ist knapp 1,64 GB groß und die ursprüngliche Datei, die hier, die ist knapp 3,8 GB groß, also fast über das Doppelte sozusagen. Hat aber, wie gesagt, dieselbe Länge, 19,03 Minuten, so ist es richtig. Das liegt natürlich zum einen daran, dass das nochmal durch ein Kompressionsverfahren geht. Und wie das nun im Detail aussieht, möchte ich euch ganz kurz zeigen. Handbrake ist dazu, wie gesagt, ein ganz einfaches Programm. Ich wähle einfach die Datei aus, wo ich die Framerate mitteln möchte. Das ist nicht nur übrigens ein Programm, was das macht, dass das Folgendes macht, sondern das ist ein Programm zum Umwandeln von Videodateien. Ich kann eine MP4-Datei in eine AVI-Datei umwandeln oder andersrum zum Beispiel. Ja, also ich suche mir jetzt erstmal die Datei, die wir brauchen. Dazu gehe ich mal hier in den Schnitt, suche mir das raus. Hier die fertige Game-Datei. Dann ermittelt er das ganz kurz. Genau, sagt mir zum Beispiel, ich kann hier auch die Auflösung neu festlegen, also möchte ich es nicht mehr in 1080p haben, sondern meinetwegen in 720, möchte ich das Bild zuschneiden, also Cropping hier sozusagen, wie viel möchte ich jeweils abschneiden, oben, unten, rechts oder links, aber das kann ich hier alles natürlich so lassen. Das Einzige, was ich verändern muss, ist hier beim Videoreiter, nämlich muss ich ihm sagen, konstante Framerate benutzen oder ihm halt sagen, ich kann ihm aber auch eine bestimmte Framerate vorgeben, ich brauche das 29,97 Bilder pro Sekunde oder 30 Bilder oder 60 Bilder pro Sekunde. Aber ich kann ihm einfach sagen, nimm die Framerate aus dem Original sozusagen und mittel die dann einfach und das kann ich ihm hier zuweisen. Außerdem muss ich noch das H264, das ist das Codec-Profil, auf hochstellen, dass der Kompressionsverlust möglichst gering ist bei dem Umwandeln. Denn immer wenn ein Video durch eine Art Kompression, durch ein Programm läuft, verliert es ein bisschen an Qualität und wenn man das hier auf hochstellt sozusagen, das Profil, dann bedeutet das, dass es relativ wenig Qualität verliert. Es verliert immer noch ein bisschen was, aber relativ wenig. Und sobald das getan ist, kann ich das einfach, muss ich die Datei noch sagen, wo soll er mir die Ausgabedatei hinpacken und da sage ich ihm hier, ich nenne sie einfach jetzt mal RC13-1A sozusagen. Und dann speichere ich das ab und dann kann ich sogar, und das ist das Tolle an diesem Programm, ich kann das nicht eine Datei pro Stück machen, sondern ich kann die hintereinander in so eine Warteschlange reinpacken. Dann mache ich einfach hier Add to Queue, also der Warteschlange hinzufügen und dann kann ich mir meine Warteschlange unter Show Queue hier angucken und dann kann ich so viele Sachen wie möglich darunter packen. Also das mache ich immer nach PC-Spielaufnahmen, lade ich hier alle Videos rein, sage denen, was gemacht werden soll, packe die dann alle hintereinander in die Warteschlange, dann gehe ich 2 Stunden Kaffee trinken und wenn ich wiederkomme, ist das alles wunderbar umgewandelt und kann dann im fertigen Schnitt problemlos benutzt werden.
werden. Und genau da gehen wir jetzt weiter, liebe Freunde, denn wir gehen jetzt endlich in den Videoschnitt. Ja, liebe Freunde, nachdem alle Dateien vorbereitet sind, sowohl der Ton als auch die Spielaufnahme, geht's endlich rein in den eigentlichen Videoschnitt. Also, heute möchte ich euch zeigen, wie entsteht eine Episode, eine ganz normale Episode eines Let's Plays hier bei mir auf dem Kanal. Kommt einfach mit wieder in meinen Computer. Ich habe mir den 13. Teil von Star Wars Republic Commando dafür mal ausgesucht, weil der enthält alles, was der Schnitt umfasst, den ich normalerweise bei jedem einzelnen Teil eines Let's Plays so brauche und den ich auch tue, die Schritte, die ich dort tue. Und da würde ich sagen, wir fangen hier ganz normal mit einer leeren Timeline an, hier bei Adobe Premiere Pro. Als allererstes brauchen wir unser Intro und das gibt's hier in meinen Ordnern immer schon so schön vorgefertigt. Das ziehe ich mir hier rein und dann ist das Intro fertig sozusagen. Das ist ja schon alles rausgerechnet und vorberechnet von After Effects. Das sind die Dummy-Dateien sozusagen. Ja, wie das bei anderen Rubriken bei mir auf dem Kanal aussieht, das kann ich euch dann zeige ich euch in späteren Teilen hier eines Making-ofs. Da zeige ich euch, wie ich da zum Beispiel auch die jeweiligen Intros nochmal für die jeweilige Episode personalisiere sozusagen. Aber hier bei einem klassischen Let's Play-Video, da ist das relativ ähnlich, beziehungsweise immer gleich. Allerdings ist das noch ein kleines bisschen zu laut. Ich spiele es euch mal ganz kurz vor. Ja, ist noch ein ganz kleines bisschen zu laut, deshalb nehme ich die Lautstärke immer ein bisschen runter. Und zwar nehmen wir es mal so um 3 Dezibel nach unten und schon kracht das Ganze nicht mehr ganz so rein. Ne? Genau. Ist auch ein bisschen besser, man sieht ja da drüben, sieht man hier die Regler und an denen orientiere ich mich dann immer ganz gerne. Außerdem muss das Intro noch ein bisschen eingekürzt werden. Ich lasse für, wie man beim Schnitt sagt, immer hinten gerne ein bisschen Fleisch, denn so kann man am Ende dann ein bisschen besser blenden zum Beispiel. Und hier bei dem Intro hat sich eingepegelt, dass ich knapp so eine Sekunde und zwölf Frames immer so wegnehme. Das passt immer ganz gut. Da ist das vom Timing her ganz gut. Ne? Da endet gerade so der letzte Herzschlag von dem Intro und dann können wir gleich ins Spiel reingehen. So, bevor wir aber dann hier weitermachen, nochmal kurz ein paar Anmerkungen. Was ihr hier seht, ne, bei mir ist, ich mag es immer alles sehr ordentlich, ich habe das hier immer sortiert in Call to Action, dann die Spielaufnahme und so weiter und so fort. Ne, es gibt auch den schönen Ordner Shenanigans, dazu kommen wir dann später noch. Das ist der Ordner für die ganzen kleinen Minimatzen und die ganzen kleinen, sag ich mal, Dinge, die ich hier später noch reinschneide. Aber hier gibt es auch einen Ordner und der heißt Ton und da holen wir unsere Tonaufnahme her. Jetzt habe ich hier noch die Rohtonaufnahme, die brauche ich aber allerdings nicht. Deshalb müssen wir einen neuen Ton importieren. Und dazu gehe ich wieder in meinen Ordner, wo ich das hin gespeichert habe beim letzten Mal. Gehe dann hier rein, Ton, Edit und hole den hier rein. So, und dann muss mein liebes Programm das nur noch schnell angleichen, sogenannte Peak-Dateien erstellen. Das würde jetzt viel zu technisch werden, aber das geht zum Glück bei Tondateien relativ schnell. Und dann muss man es nur noch hier reinziehen. Und schon sieht man, na, die kleine fertige Tonspur, sie ist noch ein kleines bisschen leise. Ja, wenn wir sie jetzt anhören, sozusagen, sie ist noch ein kleines bisschen leise. Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Star Wars Republic Commando. Genau, deshalb machen wir sie noch um ein ganz kleines bisschen, sage ich mal, ein bisschen stärker. Dazu gibt es hier ganz einfach Audioverstärkung und dann kann ich feststellen oder festlegen, um wie viel das verstärkt wird. In meinem Fall vielleicht so um 3, das sollte reichen, definitiv. Ich mache das immer so ein bisschen nach Gusto, wie ich am besten denke, dass es ganz gut rüberkommt. Und hier... Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Ja, wenn es ab und zu im roten Bereich ist, nicht so schlimm, es darf nur nicht die ganze Zeit im roten Bereich sein. Jetzt werden wieder einige Tonenthusiasten sagen, das ist allergrößter Scheiß. Das mag durchaus sein, wie gesagt, ich bin kein Toningenieur, aber ich finde, ich mache das immer so, wie es für mich am besten und angenehmsten klingt. Zumal das ja dann noch abgemischt wird mit dem Spielton und dann fällt das vielleicht auch gar nicht mehr so doll auf. So, nachdem das gemacht ist, muss der Ton noch ein kleines bisschen angepasst werden. Dazu habe ich hier, das ist das Tolle bei Adobe Premiere, man kann hier so kleine Vorgaben sich selber erstellen. Also es gibt hier ganz viele Effekte und die kann man dann Effekten
in Effektpakete sozusagen schnüren, so selbst erstellte Effektpakete. Und da gibt es hier bei mir das kleine Paket für den Ton. Das packe ich auf fast alle meine Tonspuren oder beziehungsweise Tondateien, die ich immer aufnehme, also mein Commentary in dem Zusammenhang. Das hatte ich hier, habe ich hier, nennt sich Verspielt Gamer Ton. Und das ist umfasst so ein paar Sachen. Will ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber da geht es zum Beispiel, da ist noch ein bisschen Rauschverminderung nochmal drin. Da ist ein Limiter drin, dass das nicht automatisch übersteuert, sondern oben abhackt. Da ist ein Gate drin, ein Kompressor. Alles so ein paar Sachen, die den Ton ein kleines bisschen besser klingen lassen. Und den schiebe ich hier einfach jetzt drauf. Und bam, hat er die Effekte darauf angewendet. Und schon klingt das dann so, das Ganze, wenn es fertig ist. Seid mir gegrüßt, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Star Wars Republic Commando. Ja, das klingt doch ganz gut. So, liebe Freunde, als nächstes haben wir hier die leere Tondatei und an diese Tondatei, mit Hilfe dieser Tondatei, kann ich alles synchronisieren. Das bedeutet, sowohl meine Facecam-Aufnahme und meine Spielaufnahme kann ich anhand dieser Tonspur hier synchronisieren. Die erste Sache, die ich da mache, ist nämlich Ton und Facecam zu synchronisieren. Das ist so mein Arbeitsablauf und ihr seht, hier drüben hat mir vier Dateien ausgespuckt, meine Kamera, weil ab einer bestimmten Videogröße legt, bedingt durch die Formatierung der Speicherkarte in meiner kleinen Kamera, wird dann immer eine neue Datei angelegt. Deshalb haben wir nicht quasi eine ganze Videodatei, sondern in dem Zusammenhang hier vier Stück sozusagen. So, liebe Freunde, genau. Und dann müssen wir das hier synchronisieren, denn noch, ihr seht es ja, läuft auch. Ja, ist noch asynchron. Und dazu gibt es ja beim Ton oder beim Film den ganz alten Trick, dass man in die Hände klatscht. Dafür gibt es ja die Klappe beim Film sozusagen, damit Ton und Bild, wenn sie separat aufgenommen werden, miteinander synchronisiert werden können. Und dazu gibt es bei mir auch hier Geklatsche. Ja, ist noch nicht ganz so, müssten wir noch ein bisschen anpassen. Gucken wir mal, wie das dann aussieht. So. Genau, so. Ich krieg das, dadurch, dass das ein kleines bisschen andere Frameraten sind, nicht ganz synchron. Genau, ihr seht, also selbst hier ist es nicht ganz synchron. Selbst wenn ich noch einen Frame nach vorne schiebe, dann ist es noch ein bisschen asynchroner. Ich lasse es lieber so, dadurch, dass die andere Frameraten haben, mein Bild und der Ton, gleicht sich das im Laufe der Sache wieder an und es sieht trotzdem relativ gleich aus. Ich mach's euch mal vor. Ich deaktiviere mal den Ton der Kamera, der ja auch immer mitgenommen wird. Daran lässt sich das übrigens immer sehr gut synchronisieren. Ich deaktiviere das mal und dann zeige ich euch mal, jetzt ist die Tonaufnahme von meinem Mikro, von Audacity und die Bildaufnahme von meiner Kamera. Seht ihr jetzt hier. Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Ja, und das sieht doch ganz okay aus. So, als nächstes müssen wir nur noch die anderen Tondateien da dranhauen. Und dann ist das alles wunderbar. So, fertig, ist es synchronisiert. Als nächstes muss nur noch die Tonspur hier entfernt werden. Und das schieben wir ein bisschen nach oben. Und dann ist das Ganze fertig. So, als nächstes müssen wir die Facecam einrichten. Ihr kennt das ja immer, ne? Ich passe die dann immer ans jeweilige Spiel an. Und hier bei Star Wars Republic Commando, in dem speziellen Fall ist es so eine Art futuristischer Look, den ich meiner Facecam gebe. Das hängt immer vom Spiel ab, ne? Also wenn ich ein Mittelalterspiel spiele, dann versuche ich die Facecam oder den Rahmen und all das so ein bisschen anzupassen. Und nicht immer die Facecam einfach nur, das Bild ist einfach irgendwo unten reingeklemmt, sondern es hat immer noch einen schönen Rahmen, sieht immer ganz nett aus. Und ihr kennt es ja, bei Star Wars Republic Commando ist das so ein futuristischer Hub, so ein Overhead-Display, so wie bei Iron Man oder was weiß ich, bei Dead Space zum Beispiel. Und bis es soweit ist, muss aber noch einiges getan werden. Als allererstes kriegt meine Facecam auch ein Effekte-Paket. Das wird bei jedem Let's Play von mir neu geschnürt, weil bei jedem neuen Let's Play lege ich fest, okay, wo steht jetzt die Facecam, was für einen Rahmen kriegt sie und wie groß ist mein Bild zu sehen, sozusagen. Und im Falle von Star Wars Republic Commando sieht das dann so aus, liebe Freunde. So, sie ist da oben.
Ja, und an der und der Position, das wird dann automatisch gemacht, weil das Effektepaket umfasst ein paar Bewegungsdaten. Das bedeutet, es zeigt, sagt dem Bild, wie groß es sein soll und an welcher Stelle es immer stehen soll. So mache ich mir, muss ich jetzt nicht immer per Hand einstellen, sondern habe das gleich vorgefertigt. Außerdem hier drin ist ein Spurmaske-Key. Ihr seht das, hier sind die Effekte aufgelistet, die die jeweilige Videodatei hat. Das ist ein sogenannter Spurmaske-Key. Denn wer genau hinguckt, sieht, dass meine Facecam so an der Seite nicht so viereckig ist. Ich zeige es euch mal. Genau, also nicht so hier, so viereckig ist, ja, also ganz klar, sondern dass die Kanten so ein bisschen abgeschrägt sind hier, ne? Und das kommt durch eine Maske, die man einfügt, und wenn man dem dann diesen Spurmaske-Key einfügt, benutzt er diese Maske als Schablone und passt dann meine Facecam an diese Schablone an. In dem Zusammenhang habe ich das natürlich auch vorher erstellt. Das ist die sogenannte RC-Maske, habe ich hier unter Grafiken, und die muss ich jetzt über die komplette Videospur ziehen, und hier seht ihr es schon. Ihr seht schon, na, automatisch werden hier die schönen Kanten so ein bisschen abgeschnitten. Ich kann es euch mal zeigen, wie das Ganze im Groß aussieht. Ja, wenn man die Maske noch nicht anwendet, dann sieht das nämlich so aus. Ja, dann ist das so, hat das so eine schöne Schablone. Aber sobald ich dann auch unter die ganzen anderen Videodateien, auf die ganzen anderen Videodateien mein Effektpaket, möchte ich jetzt sagen, anwende, papp, sind sie alle da schön oben. Jetzt fehlt aber noch dieser schöne Rahmen, dieser schöne futuristische Rahmen. Und der sieht so aus. Ja, ihr seht ihn hier, das ist der schöne Rahmen, und den müssen wir jetzt einfach nur da drüber packen. Ja, und das ist relativ simpel. Wir packen ihn erstmal hier über das komplette Bild, ja, machen ihn so hier rein, so, aber noch ist er sehr groß. Das bedeutet, wir müssen ihm Bewegungsdaten geben, dass er sagt, dass er weiß, wo muss ich hin, an welcher Stelle im Bild muss ich stehen und wie groß darf ich sein. Und dazu, das machen wir ganz einfach, in dem Fall ist das hier relativ einfach, wir nehmen einfach die Bewegungsdateien von der Facecam. Nehmen wir hier Bewegung, da sehen wir hier die jeweiligen Dateien, Deckkraft, Drehung, Skalierung, Position etc. pp. Und das können wir einfach kopieren. Dann wählen wir den Rahmen an, kopieren ihn und schon simsalabim, einfügen, zack, geht er drüber. Und schon sieht das Ganze so aus, wie wir es gewohnt sind, sozusagen hier. So sieht das Ganze schön aus. Und so erstelle ich für jedes einzelne Let's Play, was ich bei mir auf meinem Kanal habe, für jeden einzelnen Playthrough, immer eine relativ individuelle Facecam. Ja, ich habe das immer dann gern ein bisschen zum Spiel passend, sozusagen. Gut, gehen wir mal weiter im Text. Denn als nächstes muss ja die Spielaufnahme mit meiner Facecam und der Tonaufnahme synchronisiert werden. Das machen wir. Dafür suche ich mir eine Stelle aus, in der mein Vergangenheits-Ich hier, als ich hier aufgezeichnet habe, Folgendes sagt. Jetzt, genau. Da sage ich immer, ich starte die Spielaufnahme jetzt quasi. So, in dem Moment ist die Spielaufnahme gestartet. Bei PC-Spielen ist das mit einem kleinen Versatz verbunden, aufgrund der Aufnahmetechnik. Auch übrigens bei Elgato, bei externen Aufnahmen über Konsole, ist das nicht viel anders. Deshalb gibt es bei mir noch eine Synchronisation. Ich habe mir aber erstmal jetzt diesen Moment hier gesucht. Also hier fängt die Spielaufnahme ungefähr an. Und dann habe ich hier meine bearbeiteten Spielaufnahmen. Das habe ich euch vorhin ja gezeigt, wie die bearbeitet werden. Und dann packe ich die erste mal hier rein. Und dann sieht es so aus. So. Und als allererstes gibt es dann eine sogenannte Synchronisation. Und da, wie das Ganze aussieht, damit ich, das muss ich vor jedem Teil machen, kann ich euch mal zeigen, wie das dann aussieht. Moment, ich schiebe es vielleicht schon mal ein bisschen an die richtige Stelle. Ah, das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit, aber wir gucken es uns mal an. Denn ich synchronisiere das an ganz einfachen Dingen. Zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt gehe ich ins Menü, jetzt gehe ich raus aus dem Menü und so weiter und so fort. Und so mache ich das hier bei Star Wars Republic Commando. Jetzt auf fertig, jetzt auf Option, jetzt auf fertig, jetzt auf Option, jetzt auf fertig, jetzt auf Option. Das sieht schon ganz gut aus, liebe Freunde. Genau, das sieht schon ganz gut aus hier. Also es sieht sehr synchron aus, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Als nächstes muss ich euch mal zeigen, ne, gehen wir mal zum Beispiel hier rein, gucken wir uns mal an, muss ich natürlich das Spiel noch ein bisschen runterregeln, denn es ist in voller Lautstärke aufgenommen. Das bedeutet aber natürlich, dass ihr mich dann relativ schwer versteht. Ja, ich zeige euch mal, wie das klingt, wenn ich es noch nicht bearbeite. Ja, achso, nee, dazu müsste ich noch die Tonspur anwählen. Entschuldigung, liebe Freunde. Jetzt habe ich sie natürlich noch deaktiviert gehabt. So, okay. Ja, also ihr hört mich fast gar nicht und hört ganz viel das Spiel. Deshalb muss das Spiel noch ein bisschen runtergeregelt werden. Ich kann übrigens den zweiten Teil der Spielaufnahme hier einfach mal dran packen, nachdem ich ihn synchronisiert habe. So, und als nächstes, und bei PC-Spielen, die ich aufnehme, ist mir übrigens, gibt es irgend so einen Richtwert bei mir. Der liegt bei der Verstärkung, also ich muss das einfach ein bisschen leiser machen, das läuft ja auch unter Audioverstärkung, sozusagen. Ich kann das ja um minus
x Dezibel verstärken. Und zwischen bei PC-Spielen ist, liegt das so immer komischerweise zwischen 15 und 18 Dezibel. Das muss man immer ausprobieren. Bei Star Wars Republic Commando liegt das, um genau zu sein, der gute Wert bei minus 18 Dezibel. Und sobald das dann eingestellt ist, seht ihr, verschwindet auch ein bisschen diese Wellenform, ne, dass mir so ein bisschen den Ausschlag, die Amplitude sozusagen anzeigt. Man hört trotzdem noch alle relativ spielrelevanten Dinge wie Effekte, Musik und so weiter und so fort, aber man versteht mich wesentlich besser. Hören wir es uns mal an. So, hier, die Dinger. So, ich heile mich mal und ihr haltet die Stellung, Jungs. Ja, genau, also man hört es wesentlich besser. Sozusagen, man hört es einfach ein bisschen klarer, man hört mich, mein Commentary, was ja mit so das Wichtigste hier ist, so ein bisschen besser. Und die Spielaufnahme ist aber trotzdem immer noch gut zu hören. Als nächstes, liebe Freunde, müssen vorne und hinten noch das jeweilige Packaging ran. Ne? Wir haben schon das Intro hier gehabt als erstes. Das muss jetzt alles hier vorne noch ein bisschen schön gemacht werden. Ne? Wir gucken mal, wo ich dann richtig begrüße. Das ist hier. Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch. Genau, also hier ungefähr ist der richtige Anfang. Alles davor ist Synchronisation, da klatsche ich und die ganzen Sachen. Das bedeutet, hier vorne den ganzen Schrabel, den können wir alle wegschneiden. Das werden wir auch ganz einfach tun, den brauchen wir nicht mehr und dann müssen wir nur noch die Lücke hier schließen und dann sieht das eigentlich ganz okay aus. Jetzt ist das aber noch nicht so schön geblendet, sondern jetzt ist das noch relativ hart. Ich zeige euch mal den Übergang, wie es jetzt aussieht. Seht, kommt einfach nur rein. Das kann man machen, ich mag es aber gerne ein bisschen sauberer, ein bisschen smoother von der Überblendung her. Auch der Ton muss ordentlich reinkommen oder ein bisschen sauberer reinkommen und deshalb gibt es dann hier so Audioblenden. Das bedeutet, na, wir können so ein bisschen crossfaden und schon läuft das alles ein bisschen smoother rein sozusagen. Es kommt nicht mehr ganz so laut und so weiter und so fort. Und das nächste ist noch die Videoblende und ihr kennt es ja, ich mag immer diesen Fade to Black ein bisschen gern, also den Übergang zu schwarz. Und jetzt sieht das aber noch nicht ganz so genial aus. Ich zeige euch das mal. Ja, ich zeige es euch mal noch ein bisschen größer, damit ihr genau seht, was ich meine. Denn meine Facecam, die kommt immer noch reingeploppt, logischerweise, weil ich jetzt noch keine Blende angewendet habe. Ja, ihr seht, kommt so rein. Zack. Und um das zu verhindern, müssen wir auch die Blende, die Maske und den Rahmen auf die Höhe des Beginns der Blende ziehen und dann meine Facecam, also die ursprüngliche Videoaufnahme und den Rahmen mit einer Schwarzblende versehen. Die Maske selbst nicht, das würde zu einem Fehler führen, deshalb mache ich das nie. Ja, also, und so sieht das dann aus, wenn es dann fertig ist, dann sieht es ganz schön aus, ich mache es mal groß und dann ist dieser gewohnte Einstieg, den ihr kennt. Das ist ein bisschen smoother, kommt nicht so abrupt und ist trotzdem ganz schön. Seid mir gegrüßt, liebe Freunde. Genau, so sieht das dann aus. Dasselbe wird dann hinten gemacht, das bedeutet, wir gehen mal ans Ende der ganzen Geschichte. So, und dann suche ich mir meine Verabschiedung, ne, wo ich mich dann von euch verabschiede. Besser. Ciao. Macht's gut. So, und dann wird das hinten alles weggehackt und dann kommt der sogenannte Call-to-Action-Bildschirm ran. Den habe ich in einer extra Sequenz, denn das macht es mir einfacher, das dann später im Schnitt immer ein bisschen zu bearbeiten. Ich habe das hier als extra Sequenz, die ist 15 Sekunden lang, diese Sequenz, und hat halt den normalen Call-to-Action-Bildschirm, den ihr kennt. Ja, da kann ich anhand so Vorlagen, kann ich jederzeit auch den jeweiligen Schnipsel, den ihr dann immer seht, natürlich austauschen, denn das ist nicht immer derselbe Schnipsel, logischerweise sind immer andere Schnipsel. Ihr seht, ne, gibt es hier so einen Platzhalter, und wenn ich dann das Video wieder drauf schiebe, dann habe ich jetzt gerade aktuell hier aus dem Demon's Souls Playthrough, ich glaube sogar Teil 4, dann diesen kurzen Schnipsel und diesen Call-to-Action-Bildschirm, den kennt ihr ja alle und der muss jetzt einfach nur noch hinten dran, indem ich hier auf Sequenzen gehe und dann einfach hier verspielt, Outro, Call-to-Action einfach hinten dran packe und jetzt muss ich nur noch vorne ein bisschen einkürzen, damit ich gut blenden kann, nämlich um genau 12 Frames und dann müssen wir hier und dann sieht das Ganze dann so aus, erstmal noch ein bisschen grob und dann mit Blenden drüber sieht das dann wesentlich besser aus. Ja, also hier ist noch ein bisschen grob. Aber mit ein paar Blenden drüber, genau wie vorne, machen wir ein paar Blenden drüber, ziehen das hier alles rüber. So, packen die Wildblende und dann suchen wir uns die Tonblende raus. Das sind alles so vorgefertigte Blenden, die es in After Air, die es in Premiere Pro gibt, hat aber auch jedes andere Schnittprogramm solche einfachen Blenden. Und dann gibt es dann... Mal besser. Ciao, macht's gut. Genau, so, liebe Freunde, genau. So, und dann sieht das schon ganz, ganz smooth und cool aus, ne? Wir gucken es nochmal in Echtzeit an. Gut. Na, diesmal hackt es gerade ein bisschen, das kann gerade an der Aufnahme liegen, ne? Ciao, macht's gut. Genau, so.
So sieht es gerade ein bisschen schön aus. So, und das ist jetzt rein theoretisch fertig. Rein theoretisch, ja, es hat jetzt so knapp 20 Minuten gedauert mit Erklärung. Ohne Erklärung wären es so 10 Minuten wahrscheinlich. Könnte ich jetzt so rausrechnen und dann, wäre das Ding gelaufen sozusagen. Dann könnte man es hochladen und fertig ist die Laube. Machen die meisten Let's Player so und die meisten machen sich immer die Arbeit, noch eine etwas halbwegs schön angepasste Facecam zu haben, beziehungsweise die meisten haben gar keine Facecam, sondern machen die klassische In- und Out-Aufnahme. Aber wie gesagt, das habe ich ja schon erklärt, warum ich das nicht mache. So, jetzt kommt aber noch ein Schritt und der frisst die meiste Zeit bei mir hier im Schnitt und das ist nämlich der Einbau von Minimatzen oder anderen lustigen Elementen. Damit möchte ich euch jetzt nicht großartig belasten. Das ist ein sehr langer Prozess, dauert meistens so zwischen 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, ob ich einige Minimatzen schon auf Vorrat habe, weil ich die häufiger verwende, oder ob ich die neu raussuchen muss. Auf jeden Fall, wenn ich mit allem durch bin und im Fall dieses Teils hier, nämlich Teil 13 von Star Wars Republic Commando, muss ich sogar noch Footage selbst zusammenschneiden, sozusagen. Das dauert dann noch ein bisschen länger, wenn man quasi so Fail-Montagen bauen muss oder ich die bauen möchte, weil ich euch nicht das Gefail am Stück antun möchte. Wenn man das alles fertig hat, dann sieht der Teil dann so aus. Ist jetzt nicht sehr viel anders, braucht aber gemessen daran ein bisschen Arbeit. Ne? Es wird ein bisschen fein getuned noch und so weiter und so fort. Und sobald das hier durch ist, sieht das Ganze so aus. Und dann seht ihr hier überall kleine Schnitte drin. Ich zeige es euch mal hier mit so kleinen Minimatzen, ne? Und hier haben wir dann einen klassischen Fall einer Fail-Montage, wenn ich mich mal wieder relativ doof angestellt habe. Hier habe ich unter anderem, glaube ich, so knapp 10 Minuten Material rausgeschnitten und das auf knapp 1 Minute oder 2 Minuten knapp eingedampft. Ja? Und das dauert im Schnitt immer so knapp, also je nachdem, zwischen 1,5 und 2 Stunden. Das heißt, mit Aufnahme und allem drum und dran, die gesamte Produktion eines Let's Play-Teils bei mir dauert in der Regel so knapp, je nachdem, wie ich mich anstelle, auch bei der Aufzeichnung, so knapp 2, 2,5 Stunden. Das bedeutet, bei 2 Teilen, könnt ihr das mal 2 nehmen, sind so knappe 5 Stunden. Weil ich mir wirklich die Arbeit mache, dann jeweils so kleine Minimatzen rauszusuchen und kleine Extras einzubauen. Ich kann euch aber mal zeigen, wie das im Detail aussieht. Das will ich jetzt zum Schluss noch tun, anhand einer Minimatz. Nehmen wir zum Beispiel diese Sache hier, ja, im Playthrough sozusagen. Ich spiele es euch mal vor, wie die Minimatz dann reinkommt sozusagen. So sieht es dann aus. So habt ihr vielleicht auch schon auf dem Kanal gesehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Habe ich das schon mal gesagt, dass dieser Wookie Blaster komplett sinnlos ist? Oder doch nicht? Vielleicht ja doch nicht. Not really. Maybe. It's classified. So sieht das im Original dann aus. So habt ihr es auch wahrscheinlich schon auf dem Kanal gesehen. Das war hier so ein kleiner Moment, da wusste ich nicht so recht, was ich von dem Wookie Blaster halten sollte. Na, ja, nein. Und da habe ich mir gedacht, da passt doch ganz gut dieser kurze Schnipsel aus der einen Rede von Barack Obama, wo er gefragt wurde, ob sie an Iron Man bauen, an einem Art, also so einem Iron Man Anzug. Und da hat er ja gesagt, maybe, not really. It's classified. Und das war so ein bisschen diese Zwiegespaltenheit, so was ich von dem Wookie Blaster halte. Wie gesagt, ich muss euch die Witze nicht erklären. Wenn sie funktionieren, schön. Wenn nicht, wie gesagt, bei mir haben sie funktioniert. Ich musste kurz schmunzeln. Aber wie baue ich denn sowas hier eigentlich ein? Nun, als allererstes suche ich mir natürlich die passende Stelle. Jetzt gehen wir mal in mein Original hier rein. Jetzt gucken wir uns mal die Stelle hier an. Irgendwo hier, glaube ich, sogar sollte das sein. Wir gucken mal. Wo ist es denn? Es muss irgendwo dann später sein. Ich muss den Boogie Blaster auch haben. Ihr seht, na, ich gehe das natürlich von vorne bis hinten durch. Ich gucke mir das ganze Ding von vorne bis hinten auch nochmal an, die Rohdatei. Und ich suche jetzt hier nicht so wild rum, wie ich jetzt hier mache, sondern das mache ich alles ein bisschen geordneter. Aber ich glaube, hier irgendwo muss doch der Boogie Blaster sein. Was ist denn jetzt hier mit dem Boogie Blaster? Na, achso, hier haben wir gerade den zerstört. Und ich glaube, hier irgendwo muss es dann kommen. Ah, hier suche ich dann noch Munition. Ihr seht, ne, das ist gar nicht mal so einfach, das rauszusuchen. Ich glaube, hier war das dann hier, der Wookie Blaster. Wo war es denn? Ah ja, hier irgendwo muss es dann gewesen sein. Ja, genau, hier haben wir es. Genau, suchen wir uns die Stelle mal aus. Sinnlos. Habe ich das schon mal gesagt, dass dieser Wookie Blaster komplett sinnlos ist? Oder doch nicht? Vielleicht ja doch nicht. So, und dann machen wir hier eine kurze Pause. Ja, dann machen wir hier einen kurzen Cut. Genau da sozusagen mache ich dann immer meine Cuts. So, und dann schieben wir das Material, das restliche Material mal kurz zur Seite, damit wir sagen können, okay, gut, alles klar, läuft.
Ihr seht auch übrigens, ne? Das ist übrigens die Rohrlänge. Das sind so knapp, ich habe es jetzt nicht geschoben, wenn ich das wieder zumache, nur mal kurz für euch, sind so knapp 34 Minuten und 43 Sekunden. Und dann, nachdem ich gecuttet habe, nachdem ich zum Beispiel hier den ganzen Fail-Teil rausgecuttet habe, habe ich 5 Minuten Material. 5 Minuten Material habe ich rausgecuttet. Jetzt musst ihr immer plus minus so eine Minute rechnen, denn die Minimatzen sind ja auch eine bestimmte Länge, haben ja auch eine bestimmte Länge und die verlängern das Video logischerweise mal ein bisschen, wenn man was dazwischen schneidet. Aber rechnet mal so immer so knapp plus minus eine Minute, anderthalb Minuten. Das bedeutet, so gesehen habe ich knapp 6 Minuten hier rausgeschnitten, indem ich hier diese Fail-Montage gemacht habe. Das, wie gesagt, dauert alles ein bisschen Arbeit, ist aber für die, sag ich mal, fürs Ansehen des Videos wesentlich besser. So, liebe Freunde, aber zurück zur Minimatz. Denn die entsteht wie? Ich habe hier ein bisschen Platz gemacht. So, jetzt muss ich die Minimatz raussuchen. Wie gesagt, das habe ich ja alles schon gemacht. Bei mir hier unter Shenanigans sozusagen. Und dann suche ich, wo habe ich sie denn? Maybe it's classified. Da ist die kurze Bildstrecke sozusagen. Das ist hier übrigens, woher ich meine Minimatzen kriege, ja meistens aus dem Internet. Wenn ich sie nicht irgendwo anders vorliegen habe, dann hole ich sie mir meistens von YouTube oder aus anderen Quellen. Logischerweise, hier habe ich zum Beispiel mal 720p Material, was relativ gut ist, ne? Und dann gucke ich mir das an, ist das noch, oder muss ich hier noch was schneiden? Ja? Ist das schon fertig oder muss ich noch was schneiden? Und ich glaube hier, genau. Not really. Genau, hier habe ich zum Beispiel vorne und hinten ein bisschen was weggeschnitten, weil es ansonsten nicht so kompakt wirken würde. Das heißt, wir schneiden uns die ein bisschen zu, sozusagen. Und jetzt hier, warten wir ab hier. So ein bisschen vorne und hinten noch jeweils was weggeschnitten, damit es ein bisschen kompakter wirkt. Und dann so dran. So, jetzt sieht das Ganze so aus und sieht ein bisschen verloren im Raum aus, wenn man das jetzt so nimmt. So, oder doch nicht? Vielleicht ja doch nicht. Not really. Ja, sieht nicht ganz so schön aus, muss man wirklich sagen. Als allererstes kommt es ein bisschen aus dem Nichts. Das Bild steht ein bisschen im leeren Raum, ist ein bisschen klein. Ja, man muss sich erstmal umgewöhnen, hat so ein, ist so ein bisschen im schwarzen Nichts sozusagen. Und ihr kennt es ja dann von mir, ich mache das hübsch, das ja noch ein bisschen auf. Außerdem kriegt man noch so einen kleinen Audio-Hinweis von mir. Den baue ich aber ganz zum Schluss immer erst ein. Als allererstes bekommt es seinen kleinen Rahmen oder seinen Hintergrund. Dazu gehe ich hier bei mir bei den Grafiken rein, wähle meinen verspielt Hintergrund aus. Der ist immer ein kleines bisschen größer. Ihr seht, er sieht noch hier ein bisschen anders aus als jetzt in der fertigen Version. Gucken wir mal. Hier. Na, es sieht ein kleines bisschen anders aus. Ja, und das liegt daran, dass ich diesen Hintergrund immer als Bilddatei ein bisschen größer habe, weil ich ihn für andere Sachen auch gerne noch bearbeiten möchte, damit er nicht verkrisselt. Jetzt muss ich ihn einfach jetzt auf die 1080p verkleinern und dazu gebe ich hier meine klassische Nummer ein, 76, na, 76% der ursprünglichen Größe und dann sieht das schon ganz gut aus. Jetzt steht das Bild noch ein kleines bisschen leer im Raum. Bei 720p Material wäre das gar nicht mal so schlimm. Schlimmer wird es dann bei 360p Material, das ist dann relativ klein. Ja. Aber ich will das trotzdem noch ein bisschen vergrößern und dafür habe ich dann auch wieder hier ein paar kleine Effektpakete. Ja, da ist zum Beispiel auch ein Schlagschatten mit drin, dass das Ganze noch ein bisschen plastischer aussieht. Ja, zum Beispiel hier, Insert 720p und schon ist das ein bisschen vergrößert, ist trotzdem nicht allzu grisselig und hat einen kleinen Schlagschatten bekommen, sodass das Ganze ein bisschen lebendiger und ein bisschen plastischer aussieht. So, jetzt nur noch den restlichen Teil hier ran und dann könnte das rein theoretisch schon so gut werden. Steht doch nicht. Not really. Maybe. It's classified. So, jetzt kommt es aber trotzdem immer noch ein ganz kleines bisschen wie so Kai aus der Kiste, so ein bisschen unvermittelt. Und um das zu verhindern, gibt es noch einen kleinen Audio-Hinweis von mir und dafür habe ich hier meine kleine Tondatei, TV Noise Fast. Das ist wie bei so alten Fernsehern, wenn man umschaltet. Ihr kennt den Sound sicher alle, ich habe ihn ja schon hunderte Male in meinen Videos verwendet. Ja? Wie als wenn man so einen alten Fernseher so umschaltet, so durchsappt. Und das ist, finde ich, ganz gut, ne? Wir sind hier so bei YouTube, YouTube ist das neue Fernsehen, so als ob wir ganz kurz umseppen und deshalb wird hier dieser kurze Audio-Hinweis, er ist wirklich nicht besonders lang, ich glaube nicht mal eine Sekunde, wird dann hier jeweils an den Anfang und das Ende des Schnitts der Minimatz gebastelt und so sieht das Ganze dann fertig aus, so wie ihr es dann auch kennt. Oder doch nicht? Vielleicht ja doch nicht. Not really. Maybe. It's classified. Genau, liebe Freunde, und so ist das dann fertig und so entstehen all meine Minimatzen, die ich reinbaue in die ganze Geschichte. So Spezialsachen wie zum Beispiel noch so mal ein Instant Replay, sage ich jetzt mal, so eine kleine Zeitlupen-Rückspulfunktion, ja, die gibt es dann auch noch, aber der Großteil sind ja wirklich die Minimatzen, die ich bei mir einbaue und so sieht das Ganze dann fertig aus. Dann wird es nur noch rausgerechnet und fertig ist die Laube und kommt bei euch dann irgendwann ist dann auf dem Kanal zu sehen. Aber wie gesagt, das
ist so der rudimentäre Schnitt, den ich hier bei fast jedem Let's Play-Teil an den Tag lege. Das hängt natürlich vom Playthrough ab, bei zum Beispiel Souls, den Souls-Playthroughs, da bin ich ein bisschen sparsamer mit Minimatzen und kleinen Gags, weil ich mich da wirklich auf die Lore konzentrieren will und das ist ein schönes Erlebnis und das soll auch nicht durch irgendwelche Minimatzen oder so ins Lächerliche gezogen werden. Aber wenn ich mich wirklich schlecht anstelle, dann kommen auch die bei den Souls-Spielen die Minimatzen zum Tragen. Aber bei fast jedem anderen Playthrough, wie zum Beispiel halt hier bei Star Wars Republic Commando oder den ganzen vorhergehenden Playthroughs, da bieten sich Minimatzen halt einfach an. So ein bisschen kleine Auflockerungen, vielleicht auch ein bisschen, um meinen schlechten Skill zu kaschieren. Ja, liebe Freunde, das war er, der gar nicht mal so kurze Blick hinter die Kulissen hier bei der Postproduktion und des Schnitts. Heute habe ich euch gezeigt, was alles dazugehört und wie lange sowas dauert und wie viel Arbeit es macht, einen ganz normalen Let's Play-Teil hier bei mir auf dem Kanal zu erstellen, zu schneiden und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Vielleicht habt ihr ja sogar ein bisschen was gelernt oder ihr schreibt jetzt ganz wütende Kommentare hier und schreibt, wie du schneidest, das kann ja meine Oma besser. Könnt ihr gerne tun. Ich bin für Tipps und Tricks jederzeit dankbar. Auch mit fast 30 Jahren kann ich noch ein bisschen was dazulernen in diesem Bereich. Also, falls ihr Ratschläge für mich habt, immer her damit. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gebt oder vielleicht auch ein Abo abschließt, falls ihr das noch nicht habt. Was die nächsten Teile angeht, also die nächsten Making-of, so kann ich euch schon mal sagen, dann soll es darum gehen, wie andere Videos in meinen anderen Rubriken hier entstehen. Also dann möchte ich euch zeigen, wie zum Beispiel ein Video in A Tribute 2 entsteht oder wie zum Beispiel ein Näher betrachtet die Form annimmt, die es dann am Endeffekt hat. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Ansonsten noch viel Spaß im Internet, macht's gut und bis zum nächsten Mal.